habe mich früher verrückt gemacht. Ich habe manchmal bis zur letzten Minute gewartet, bis ich diese Seminare durchgeplant hatte. Also ich habe einmal in einem Seminar vergessen, die Evaluation durchzuführen und das gab richtig Ärger. Was ich dir empfehle, ist, den Menschen einen roten Faden mit an die Hand zu geben. Wenn du ohnehin sehr strukturiert bist, wird es dir nicht schwerfallen. Wenn du wie ich ein kreativer Chaot bist, musst du das schlicht und einfach lernen. Die Sache, die deine Note bei Bewertungen am Ende, also bei Evaluationen, das, was deine Note um einen Punkt runterziehen kann, in Schulnotenform sozusagen, ist, wenn die gewissenhaften Menschen, die in deinem Seminar sitzen, wenn die hinterher sagen, ja, mir hat irgendwie der rote Faden gefehlt. Also es war schon echt cool, aber ich wusste irgendwie nie, wo wir sind. Und das ist eigentlich so lächerlich einfach. Man braucht einfach nur diesen roten Faden. Okay, nenn es der rote Faden. Ich schreibe jetzt mal hier das andere hin, Agenda. Und das kann man auch schön auf Papier ausdrucken. Das ist dann auch noch angenehmer für viele Menschen ist. Die Agenda, also dieser rote Faden, ist das, was man den Leuten wirklich zeigt und hinlegt. Und meine Seminardramaturgie sind auf einem schönen Blatt Papier die Notizen zu dieser Agenda. Du weißt, dass das Seminar von 8.30 Uhr geht bis 16 Uhr, okay? Das Erste, was ich schon immer weiß am Anfang, wenn du so eine typische Abfragerunde machst am Anfang, was sind denn ihre Erwartungen, was ist ihnen wichtig für das Seminar, was ich sehr empfehle, und man das so als Kurzblitzlicht macht und immer nur Stichworte an den Flipchart schreibt, braucht man bei, ja, selbst bei 20 Teilnehmern braucht man 25 Minuten. Das wäre schon mal das Erste. Da das Seminar eher relativ früh startet, 8 Uhr, 8.30 Uhr, da würde ich um 12 Uhr Mittagspause machen. Machen wir erstmal die Pausenzeiten rein. Wenn du die schon mal drin hast, weißt du schon mal, wann du Pause hast und wann du eigentlich nichts machen musst. Okay, jetzt machen wir hier mal so eine typische, in so Inhouse-Seminaren, wo viele so Kantine gewohnt sind, soll alles schnell gehen, Arbeitgeber sieht es nicht gern, wenn man lange Pause macht, 45 Minuten. Manchmal so an freien Bildungsträgern, wenn man einfach in der Stadt ist und vielleicht dort keine Kantine ist, wenn man vielleicht einfach fast eine Stunde Pause machen, weil man dann auch mal in Ruhe mit der gesamten Gruppe in ein cooles Restaurant gehen kann. Und bis alle gezahlt haben, ist die Stunde schlicht und einfach rum. Da reichen 45 Minuten nie. Und jetzt gucken wir doch mal, was passiert am Ende vom Tag. Immer die Leute, es gibt ja meistens eine Evaluation, stimmt's? Das heißt, ich möchte schon um 15.30 Uhr da ans Ende denken, ein Stück weit. Warum? Und zwar, was ich immer mache und was ich dir extrem empfehlen kann, ist ein Quiz am Ende. Und zwar deshalb, weil die Menschen dann merken, oh, ich habe den Transfer geschafft. Das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, wenn im Evaluationsbogen später steht, wie ist der Praxisnutzen oder mein Lernerfolg? Ja, das ist so das Typische. Also besonders dieses, welchen Lernerfolg habe ich erzielt, Note 1 bis 6. Dann kriegst du meistens fast eine Note besser, wenn die Teilnehmer in einem Quiz gemerkt haben, wow, diese Fragen hätte ich gar nicht beantworten können, wenn ich das Seminar nicht gemacht hätte. Und es ist immer ideal, wenn dieses Quiz auch noch ein bisschen spielerisch ist. Ich zeige dir gleich, wie meine Quizze aussehen. Ich mache das Quiz als Gameshow. Das heißt, es macht auch noch Spaß und eigentlich sind alle Fragen so, dass ich schon die Gameshow oder dieses Quiz im Kopf habe und während des Seminars immer wieder sage so, im sehr wichtigen Abschlusstest, den wir heute haben werden, könnte ja dazu eine Frage kommen. Also wer sich es nochmal aufschreiben will, warum schreibe ich das da tatsächlich hin? Man vergisst es auch schnell als Trainer. Also ich habe einmal in einem Seminar vergessen, die Evaluation durchzuführen und das gab richtig Ärger. Könnte man ja annehmen, oh, ist gar nicht gut gelaufen, jetzt hat der Trainer aus Versehen die Evaluation vergessen. Unbedingt dran denken, es muss auch in deine Dramaturgie noch was, das Quiz, ja. Also ich habe hier aus meiner Erfahrung heraus, mein Quiz, diese kleine Gameshow, dauert genau 20 Minuten. Danach sind die Leute richtig gut drauf, weil sie so Buzzer vor sich haben und zwei Teams und es ist so ein bisschen wie bei Wer wird Millionär. Jetzt sind die Leute gut drauf und dann sage ich so, okay, ja, dann würde ich jetzt gerne eine Feedback-Runde machen. Jetzt sind die ganz vorne, die es richtig cool fanden und sagen natürlich zuerst so, ja, fand ich super, fand ich cool, hat mir gut gefallen. Und dann sage ich so, okay, dann hier noch die Bögen ganz schnell. Und es ist halt alles wirklich so getimt, dass die Leute in Ruhe Zeit haben, diese Bögen auszufüllen. Ja.
Jetzt mach einfach das nächste, und zwar überleg dir einfach, wann du Pause machen willst. 8.30 Uhr, rechne einfach irgendwie mal zwischen 8 und 12, was haben wir da, 10 oder was auch immer. Das heißt, ich will eine Viertelstunde mal Pause machen um 10 oder so. Das gleiche mache ich auch natürlich später. Das heißt, ich habe hier auch eine kleine Pause. 14, 15 und dann auch zum Beispiel Viertelstunde oder 10 Minuten. Machen wir mal hier Viertelstunde, wenn wir nur zwei Pausen. Und am Ende viel Luft lassen. Das Ende muss relaxed sein, langsam sein, fast schon zen-like so ein bisschen, weil dann werden die Leute zufrieden, so, oh, ja, so richtig so, oh, der hat's im Griff, das ist wirklich gut, ja, oder die. Genau, was kommt jetzt? Also, ganz einfache Regel, nach jeder Pause ein Energizer, ganz einfach. Ich habe zum Beispiel so bestimmte Lieblingsübungen, die jetzt zu diesem Thema gut passen. Ich nehme mal so einen Evergreen, Helium-Stick, Magic-Bamboo oder der Stab, also alles die gleiche Übung. Der Übergang zwischen Energizer und wirklich sinnvoller, gut ausgewerteter Übung ist natürlich fließend. Ich würde statt einem billigen Energizer immer gleich eine coole Übung draus machen, wo du zum Beispiel die Stabübung hast, wo Menschen versuchen, einen leichten Aluminiumstab im Team abzulegen. Ja, vielleicht kennst du das ja. Bring ein bisschen Feenstaub rein in das Thema und werte aus, ja, was bedeutet das jetzt? Also zum Beispiel hat jemand gerufen, der Stab muss doch runter, aber er selber hat den voll hochgedrückt, ja. Und das passiert halt immer bei dieser Übung. Rechnen wir mal 30 Minuten, 45. So. Und das ist jetzt der Unterschied zwischen Agenda und Dramaturgie. Hier steht jetzt vielleicht eine Stabübung oder so oder Heliumsticks, sondern hier steht, weil darauf wird deine Auswertung hinauslaufen. Das primet jetzt schon die Leute, das bahnt jetzt schon die Leute, wenn sie sehen, ah, irgendwie eine Übung zur Teamkommunikation. So, nach der Mittagspause möchte ich aber auch eine Übung einbauen. Irgendwie eine halbe Stunde, nachdem du aus dem Mittag zurückkommst, fangen die Leute an, aufs Klo zu rennen. Ich weiß nicht warum. 12.45 bis 13.15 Uhr habe ich hier stehen B-Inhalt, okay? Ja, jetzt hast du diese 45 und 10, also so 25 Minuten ist perfekt. So nach diesen 25, 30 Minuten, da werden die Leute müde und wollen aufs Klo und so. Und dann kommt um 13.15 Uhr, da schreibe ich jetzt gar keine Pause hin. So, und jetzt habe ich hier eine Lieblingsübung, da brauche ich, weiß ich genau, immer eine Stunde. Du hast dann auch diese Erfahrungswerte, ich sage dir auch, welche das ist. 14.15 Uhr, bei mir heißt es der Störfall. Schau auch, dass du bitte so Übungen immer ein bisschen anders nennst, vielleicht sogar deine eigenen Materialien dafür verwendest, die irgendwie angepasst sind. Ich liebe Magna Tiles. Blende ich hier mal eine ein, so sieht eine aus. Jetzt hast du es gesehen. Magna Tiles. Die kleben aneinander, die kannst du auf Beverly drauf machen und coole Sachen damit anfangen. Sind ziemlich unzerstörbar. Immer rechnen ohne Auswertung und nochmal etwa grob die Hälfte der Zeit ist die Auswertung, die man braucht. Also zum Beispiel der Störfall darf eine halbe Stunde gehen. Länger ist das Spiel nicht definiert sozusagen, ja. Okay, also die sind eine halbe Stunde dabei, ein Problem zu lösen. Und dann rechne ich einfach nochmal eine Viertelstunde für die Auswertung. Ich muss es aber auch aufbauen irgendwie. Und da ich nicht hetzen will, rechne ich da auch einfach nochmal 10 Minuten. Im Endeffekt bist du ganz schnell bei einer Stunde. Jetzt haben wir noch überhaupt nicht über Inhalt wirklich nachgedacht und haben jetzt eigentlich schon fast so eine Art Struktur für unser Seminar. Ich habe mich früher verrückt gemacht. Ich habe manchmal bis zur letzten Minute gewartet, bis ich diese Seminare durchgeplant hatte. Und komm erstmal dahin, dass du dich nicht verrückt machen musst, wie du so eine Agenda planst. Und hier sind die folgenden Grundregeln. Fange mit dem Anfang und dem Ende an. Und halt am Ende genug Zeit für diese Evaluation einrechnen. Zehn Minuten brauchen die Leute, dass sie die in der Feedback-Runde Feedback gegeben haben und du dann den Evalbogen austeilst. Warum erst eine kurze Feedback-Runde, wo jeder sagt, wie fand ich es eigentlich? Weil da die Leute, die es richtig toll fanden, zum Ausdruck bringen, wie sie es richtig gut fanden, und die Leute, die es mega scheiße fanden, sagen das oft auch, wenn überhaupt welche dabei sind. Und sie haben jetzt ihrem Ärger Luft gemacht und haben vielleicht nicht so den Drang, in der schriftlichen Evaluation da nochmal reinzuschreiben, ne, wie blöd das alles war, weil sie denken sich, komm, er weiß es ja jetzt. Jetzt haben wir hier 8.45 Uhr.
50 bis 10 Uhr, also das heißt 19, also eine Stunde, dann schreibe ich mir immerhin Zeitblock A, 1H, so. Eine Stunde 15 und das ist für mich Block B. Jetzt hast du schlicht und einfach Block A eine Stunde, Block B eine Stunde und ein bisschen, Block C ganz kurz und Block D eine Stunde, okay? Und jetzt weißt du, du hast vier Sachen, A, B, C, D, da musst du echt tolle Inhalte reinbauen, die am besten Mikroübungen drin haben, also ein kurzer Dialog, kurzes Teamwork am Flipchart oder besser noch an der Pinnwand dann Ergebnis präsentieren. Plus Ü, so. Das heißt, ich will hier auf jeden Fall einen Inhalt machen, wo man coole kleine interaktive Übungen hat und ich werde es auf jeden Fall in der Mitte aufbrechen. Das heißt, ich habe eine halbe Stunde, kurze Pause, so 5 Minuten Fenster auf. Na, also da sind auf jeden Fall zwei Sachen. Aber das weiß ich dann einfach. Also ich weiß, dass man über alles reden kann, nur nicht länger als 45 Minuten. Hier 25 Minuten, nein. Ich habe vielleicht einfach nur 25 Minuten irgendwas, was, wo sie vielleicht im Skript mal mitschreiben können oder so. Mach ich mal hier plus SKR oder das können wir auch hinschreiben. Plus Skript. Vielleicht möchte ich hier einfach so ein paar wichtige Begriffe, wo ich sage, hey, könnte im Quiz kommen. Ne? Wer nicht mitschreiben will, darf beim Nachbarn abschreiben und habe so einen Lückentext in meinem Skript. Was wenn der Agenda gerade fehlt, ist, okay, was machen wir denn da? Hier steht in der fertigen Agenda nicht das hier, sondern hier steht zum Beispiel die ersten 100 Tage als Führungskraft. So würdest du es weitermachen. Das weißt du später, wenn du einfach nur überlegt hast, okay, was für ein Inhalt passt gut in eine Stunde, was passt gut in die 25 Minuten und so weiter. Manchmal mache ich es sogar viel kürzer, dass ich, wenn ich gar keine Zeit habe und irgendwie nur einen Standardfoliensatz für ein bestimmtes Thema habe, dass ich einfach nur hinschreibe, Themen dieser Präsentation, aber da steht gar nicht wann. Und wenn du jetzt sagst, okay, jetzt bin ich aber bei einem bestimmten Anbieter, dass du eine Folie vorher machst, wo steht Agenda und es steht nur, wann es anfängt, wann der Lunchbreak ist und wann es aufhört, also drei Zeiten. Oder bei Zeitplan oder so stehen nur die Zeiten und dann kommt eine Folie mit Themen. Jetzt musst du dich eigentlich gar nicht vorbereiten, ja? Hast vielleicht ein Seminar schon 1000 Mal gemacht und presst dieses Seminar in andere Zeitfenster rein, ja? Bei Skripten ist eins wichtig. Möglicherweise das Logo des Veranstalters, was ich hier jetzt nicht habe, wäre jetzt eigentlich die IHK, das könnte wichtig sein. Das heißt, denk nicht über eine Agenda nach. Du gibst vielleicht das Skript einem Veranstalter eine Woche vorher, weil die es kopieren und drucken müssen oder was auch immer. Jetzt willst du deine Agenda nochmal ändern. Deswegen mache ich das super ungern, meine Agenda im Skript schon festzulegen. Für Skript meiner Meinung nach irgendwie ein cooles Titelbild, fetter Titel. Manchmal ist für mich hier noch ein Riesenlogo vom Institut für Systemisches Training. Dann mache ich mir oft den Ausschreibungstext ins Skript. Ich sehe wirklich nochmal, okay, was war jetzt hier bei diesem Bildungsanbieter oder bei dieser Firma? Was stand da wirklich in diesem Text? Also hier steht zum Beispiel nochmal, was ist die beste Mischung aus Eigenverantwortung, klaren Vorgaben, grundlegende Instrumentarien für Führungskompetenz, okay. Führungskonzepte, ja, ist auch nicht unbedingt in jedem Seminar so. Und manchmal markere ich mir das sogar auf meinem Trainerskript dann nochmal so gelb an und weiß so, okay, das muss rein. Also das Skript muss oft fertig sein, bevor deine Slides und besonders bevor deine Dramaturgie fertig ist. Das heißt, mein Skript ist eher so eine Sammlung von echt coolen Artikeln. Ich zeig dir das mal hier. Auch hier habe ich es mir sehr einfach gemacht. Ich habe wie so eine Art Vorwort, wo aber nicht Vorwort steht, schon gleich ein cooles Thema. Die ersten 100 Tage, worauf sollte ich achten? Gratulation, Sie haben es geschafft, Sie sind jetzt Chef. Denken Sie. Also so irgendwie so ganz gespannt und man denkt so, oh geil, lese ich. Und dann viele Grüße, Marius Jost, die Folien erhalten Sie hier, kann man auch weglassen, wenn man irgendwie mit E-Mail arbeiten will, ja. Wie benutzen Sie dieses Skript oder wie machen Sie das meiste aus dem Lehrgang? Und oft ist dein Ziel, ich sag's dir platt, wie es ist, ein langes Skript mit geilen Texten abzugeben, was nicht unbedingt komplett chronologisch dein Seminar abbildet. Weil wie du chronologisch dein Seminar aufbaust, ist eigentlich immer die schwerste Entscheidung und willst du meiner Meinung nach meistens relativ spät treffen, weil jedes Seminar ist dann doch wieder ein bisschen anders. Jeder hat für seinen Bereich Probleme. Ich hatte letztens einen IT-Dienstleister, da ging es darum, dass die Vorgesetzten die Mitarbeiter anschreien. Ich ändere jetzt wegen denen sicher nicht mein komplettes Skript, ja. Vielleicht tausche ich einen Artikel aus. Aber ich will halt erstmal vielleicht noch zu solchen Themen, Sandwich-Positionen, nochmal flexibel,
meine Agenda verändern. Okay, aber ein Skript zu ändern, das ist eine Riesenarbeit und das Skript musst du oft eine Woche, vielleicht fast eineinhalb Wochen vorher schon dahin schicken. Deswegen habe ich einfach guten Content, zum Beispiel hier, was sind eigentlich die Aufgaben einer Führungskraft? Nur mal ein bisschen grafisch gezeigt, 7 Sachen und dann, was resultiert daraus? Das ist die 8. Sache, einfach so kleine Dinge. Checklisten, Grafiken, Spaltigkeit macht das Ganze auch ein bisschen wertiger. Das wechselt bei mir sogar manchmal ab. Hier habe ich meinen Channel verlinkt, okay. Mein Skript ist nicht genau das Seminar, sonst machst du jedes Mal ein neues Skript. Das dauert einen halben Tag mindestens. Und nur wenn du 3-4 Sachen ändern willst, bis die Formatierung stimmt und die Seiten nicht mehr zerschossen sind und so, es dauert und dauert und dauert. Mein Skript enthält meist viel mehr, als ich mache. So kann man es den Leuten auch verkaufen und kann sagen, hey, in dem Skript ist noch darüber hinaus was Wichtiges drin, was sie gerne lesen können. Und das finden die Leute gut. Und mein Skript enthält auch manche Dinge gar nicht, die ich mache. Das mache ich dann vielleicht in die Slides. Oder es ist nirgends, es ist in keinem Slide. Und ich entwickle es in einem Flipchart, fotografiere den Flipchart und stelle ihn online. Und das wird dann immer hübscher mit der Zeit. Du kannst dein Skript dann immer mal ein bisschen verbessern, aber immer nur eine Stunde investieren. Verlier nicht so viel Zeit über dein Skript, okay? Ich schließe das mal, bedanke mich sehr für deine Aufmerksamkeit und hoffe, das Ganze hat dir was gebracht.